Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Herzlich willkommen zum VfR TV. Daniel Weber, unser Trainer, hat sich wieder Zeit genommen. Hallo, danke. Spiel vorbei, 0:0, dein Fazit? Ja, ist okay. Also war eher ein 3:3-Spiel als ein 0:0-Spiel. Ich glaube, wir haben die eindeutigeren, klaren, hundertprozentigeren Chancen gehabt. Aber der Gegner hat halt wahnsinnig viel Druck gemacht. Wir haben beide Anfänge von den Halbzeiten verschlafen ein bisschen. Und da müssen wir ein bisschen frischer sein. Wir haben es vielleicht zu locker genommen. Darf nicht passieren, aber die Jungs haben dann nach 20 Minuten, glaube ich, die Kurve gut gekriegt. Dann haben wir unsere Chancen gehabt. Und Halbzeitergebnis wäre eher 3:3 gewesen als ja, der Lattenkopfball von Mike, sage ich mal, dann noch von Dennis die Chance, wo er leider der Ball noch zum Schluss wegdreht. Ja, und vom Gerrit dann die Volley-Abnahme. Also es waren schon dicke Bretter, die wir da hatten. Aber hinten waren natürlich auch viele, viele brenzlige Situationen und vor allen Dingen viele Standards, was mir nicht gefallen hat. Man muss aber auch sagen, trotzdem, dass wir viele Chancen hatten und es ein 3:3 zur Halbzeit gehen könnte, spielerisch war es jetzt nicht so das, was wir normalerweise von unserer Mannschaft gewohnt waren. Ich sah mehr kämpferisch aus, da habe ich das richtig gesehen. Es ist ein wahnsinnig guter Gegner, der auch spielstark ist. Wir wollten es ein bisschen aus der tieferen Position spielen. Du spielst auswärts, du spielst auf einem wahnsinnig tiefen Platz, auf einem wahnsinnig breiten Platz. Du musst das Spiel besser eröffnen können und das haben wir schlecht gemacht. Unsere Diagonalbälle kamen heute überhaupt nicht. Also wir müssen da schneller und passsicherer sein. Und das war heute das Manko. Und deswegen ist das Spiel ordentlich hin und her gegangen. Was man aber sagen kann, unser Fitnesstrainer, der Pierre, hat gute Arbeit geleistet, weil nachdem Gerrit auch noch leider gelb-rot vom Platz gegangen ist, die Jungs haben ja bis zuletzt gekämpft und konditionell sah das ja richtig gut aus. Ja, das ist, glaube ich, eins unserer großen Plus, dass wir auch mal zu 10 gehen können und es waren dann noch echt lang, also weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde. Ja. Das macht dann auch nochmal schwere Beine. Aber die Jungs haben es gut gemacht. Wenn man sieht, was der Mike heute weggelaufen ist, nach vorne, nach hinten, das ist schon aller Ehren wert. Wunderbar. Dann nächste Woche erwartet uns? Ja, ein Aufsteiger, der, ich weiß nicht, wie er heute gespielt hat, aber sicherlich noch nicht rund läuft. Da müssen wir halt zu Hause wieder eine andere Präsenz zeigen und da wird ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, gegen eine tiefstehende Mannschaft, die sehr aus die Verteidigung baut und da müssen wir gucken, dass wir irgendwo einen Türöffner finden in dem Spiel schnell und dass wir Spieler auf unsere Seite kriegen. Wunderbar, dann danke ich dir, dass du Zeit hast. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und wir freuen uns natürlich über vielen Besuch im Garchinger Seestadion. Ciao.